Ja, sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, wir diskutieren dieser Tage den Rekordhaushalt, der nicht nur auf Staatsseite, sondern auch ein Rekord für die Tasche der Bürgerinnen und Bürger Bayerns bedeutet. Ein sorgfältiger Umgang mit den Geldern der Bürgerinnen und Bürger ist mir, ist unserer Fraktion wichtig. Um es kurz zu machen, wenn Sie dem Änderungsantragspaket der AfD-Fraktion im Einzelplan 14 Gesundheit und Pflege folgen würden, dann könnten Sie zunächst rund 35 Millionen Euro einsparen. Zur Vollständigkeit, wir haben Ihnen einen Vorschlag gemacht, und zwar könnten Sie nach dem Ersparten 25 Millionen in die kleinen Landkrankenhäuser, wie es der Kollege von den Freien Wählern gerade erwähnt hat, investieren, und dann bleiben rund 10 Millionen freies Budget übrig, welches anderweitig besser verwendet werden könnte und einfach mal in die Taschen oder einfach mal in den Taschen der Bürger gelassen werden könnte. Insgesamt umfasst der vorgelegte Haushalt viele unsinnige Budgetpositionen, welche man guten Gewissens streichen könnte. Beispielhaft wäre hier das elektronische Polleninformationssystem zu nennen. Der Mehrwert einer solchen Maßnahme ist mehr als fraglich, und es stellt sich erst recht die Frage, warum der Freistaat Bayern so ein System überhaupt betreiben sollte, da ja andere Anbieter wie beispielsweise der Deutsche Wetterdienst sowas auch betreiben. Im Allgemeinen beinhaltet der vorgelegte Einzelplan 14 zahlreiche Posten für Beratung, Studien und Öffentlichkeitsarbeit. Manchmal könnte beim Lesen fast denken, dass es der Haushalt des Bundesverteidigungsministeriums ist, wenn man sich die enormen Berateraufwände ansieht, welche dort eingeplant sind. Diesen Missstand muss man aus Sicht der AfD-Fraktion aufheben. Wir haben alles an Vertrauen in die zahlreichen Mitarbeiter des Ministeriums gesetzt und werden es auch weiterhin machen, denn wir denken, dass diese Studien und alles, was daran an Aufwänden für Berateraufwände eingeplant ist, auch vom Ministerium selbst erstellt werden kann. Wie bereits angekündigt, wir wollen auch mehr, und zwar bei den Landkrankenhäusern. In unserem Änderungsantrag erhöhen wir das Budget von den vorgeschlagenen 25 Millionen im Jahr 2020 um weitere 25 Millionen bereits im Jahr 2019 auf dann insgesamt 50 Millionen Euro für die kleinen Landkrankenhäuser im Doppelhaushalt 2019-2020. Um zu erfahren, dass die Kliniken der Versorgungsstufe 1 dringend mehr Geld benötigen, braucht es im Übrigen keine Studien. Geben Sie das Geld in die Fläche unseres Landes an die kleinen wohnortnahen Krankenhäuser, um die medizinische Versorgung auf dem Land aufrechtzuerhalten, kleine Krankenhäuser der Versorgungsstufe 1 auszubauen und zu renovieren. Die Kommunen und vor allem die Bürger werden es Ihnen danken. Das Gleiche gilt für Ärztehäuser und auch für medizinische Versorgungszentren in den Kommunen. Eine wohnortnahe Versorgung ist wichtig für den Patienten, der nach Möglichkeit schnell versorgt werden will. Es ist aber auch wichtig für die Angehörigen der Patienten, welche zum Beispiel dem Opa, der Oma, dem Kind oder wem auch immer Beistand leisten wollen und auf kurze Wege angewiesen sind. Fahren Sie mal am Land mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu einem Krankenhaus, das etwas weiter weg liegt. Das ist eine halbe Tagesreise, aber der ÖPNV ist ja ein anderer Einzelplan. Und nicht zuletzt für die zahlreichen Pflegekräfte ist es wichtig, für die Hebammen, für die Ergotherapeuten, für die Ärzte und so weiter, welche ebenfalls davon profitieren, wenn ein örtliches Krankenhaus gut zu erreichen ist, beziehungsweise wenn die Anschlussbehandlung der Patienten aus dem örtlichen Krankenhaus, wenn die Patienten aus dem örtlichen Krankenhaus dort kommen. Und denken Sie auch mal an unsere werdenden Mütter. 39 Geburtsstationen haben in den letzten 10 Jahren in Bayern geschlossen, zahlreiche weitere sind von der Schließung bedroht. Und mit dem von uns vorgeschlagenen Budget wäre es möglich, einige dieser Stationen wieder zu eröffnen oder fortzuführen. Das wäre auch mit Blick auf unsere Neubürger hilfreich. Die haben nämlich bekanntlich eine relativ hohe Geburtenrate. Und als Beispiel kann man kann hier sich mal Beispiele im Internet raussuchen. Der Münchner Merkur zum Beispiel am 7.01.18 davon berichtet, dass eine hochschwangere 22-Jährige am Klinikum, am Kreisklinikum in Weilheim abgewiesen wurde und dann bei winterlichen Temperaturen, bei Eis und Schnee, nicht vom Rettungswagen, sondern dann privat ins nächste Krankenhaus nach Schongau fahren musste. Wir haben Fälle beispielsweise, wie die TZ am 3.05.18 berichtet hat, dass ein 89-Jähriger einen Schlaganfall erlitten hat und im Großhadener Klinikum kein Platz für ihn war, bei den Barmherzigen Brüdern in München kein Platz für ihn war und dann in rechts der Isar erst mit deutlicher Verspätung die Behandlung, also die Lyse in dem Fall,
eingeleitet werden konnte. Da können wir nicht stolz drauf sein. Da behauptet die CSU immer, näher am Menschen zu sein und das alles in einem Land, in dem wir gut und gerne leben, liebe Freunde. Das ist das, was die Kanzlerin behauptet. Das ist aber nicht das, was Realität im gesundheitlichen Bayern ist. Das ist mit der medizinischen Versorgung auf dem Land etwas krank. Das haben mittlerweile fast alle in diesem Haus verstanden. Weisen Sie jetzt auch die Haushaltsmittel dahin, wo sie benötigt werden, und unterlassen Sie unsinnige Projekte wie das elektronische Polleninformationssystem. In diesem Sinn bitten wir um die Zustimmung zu unserem Änderungsantrag für 25 Millionen mehr für die Landkrankenhäuser. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.